Die Lage an Europas Rentenmarkt wird zur Stunde immer prekärer. Nicht nur, dass mit Italien und Spanien zwar alte bekannte Rekordrenditen bieten müssen, immer mehr rücken auch die vermeintlichen Kernstaaten Europas in den Fokus der Finanzmärkte. Darüber wollen wir heute sprechen mit Professor Norbert Walter, dem ehemaligen Chefvolkswirt der Deutschen Bank. Professor Walter, in dieser Woche mussten Frankreich, Österreich, auch die Niederlande Rendite, teilweise massive Renditeaufschläge hinnehmen. Hat die Krise endgültig Kerneuropa erfasst? Ja, also der Schäuble kriegt ja sein Geld immer noch sehr, sehr preiswert. Und wenn man sich überlegt, was wir als Deutsche, wenn man richtig rechnet, an alten Versorgungslast und Krankenversorgungslast auf uns zukommen sehen mit unserer alternden Bevölkerung, kriegen wir unser Geld eigentlich immer noch sehr preiswert. Also Kerneuropa im Sinne von Berlin ist noch nicht erreicht. Ja, aber Frankreich, Österreich steht dann doch deutlich unter Druck. Sind das erste Anzeichen für einen drohenden Flächenbrand, den wir im Augenblick sehen? Wir sehen, dass die Ansteckungsgefahr eine reale ist. Es gab ja viele Leute, die ganz lange gesagt haben, Griechenland abschneiden, alles ist okay. Scheint offenkundig keine besonders gute Hypothese gewesen zu sein. Die Ansteckung ist da, die Belastung wird groß, die Sichtweise von Finanzmärkten ist aber einseitig. Wenn denn Staatsschuldenstand, wenn denn Staatsdefizite ein relevantes Problem darstellen, dann möchte man mal gerne verstehen, warum Timothy Geithner sein Geld immer noch für ein bisschen mehr als 2% auf den internationalen Kapitalmärkten bekommt. Das macht keinen Sinn, denn die Amerikaner sind auf strammem Wege, italienische Staatsschulden Stände zu haben, und was das Staatsdefizit anlangt, sind sie ohnehin schon absolute Spitze. Die Aufstockung des Rettungsschirms, der vor einigen Wochen erfolgte, sollte auf jeden Fall ein solches Szenario vermeiden. Ist es somit obsolet auch ein wenig? Na, der Rettungsschirm wird ja von vielen immer noch debattiert, und natürlich wissen wir auch noch nicht genau, ob die Caretaker-Regierungen in Griechenland und Italien so gut sind, wie wir das alle erhoffen. Die Märkte wissen das noch nicht, und wir haben immer noch Attacken in den potenziellen Geberländern. Die Verfassungsgerichte melden sich zu Wort, die Mitglieder von Regierungsparteien signalisieren, dass sie Mitgliederbefragungen organisieren, um die Zustimmung für die Rettungspakete zu torpedieren. Da ist also noch eine ganze Reihe an Störpotenzial, und die Märkte signalisieren das. Barack Obama, Wladimir Putin oder auch Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman fordern die EZB dazu auf, massiv zu intervenieren. Ist das eine berechtigte Forderung? Muss jetzt die EZB hier für Ordnung sorgen in Europa? Naja, also ich wäre ganz froh, wenn der Krugman dafür sorgen würde, dass der Saustall in den USA aufgeräumt wird. Er sollte sich mal darum kümmern, das wäre wahrscheinlich für die Welt ganz gut. Ich verstehe aber die Sorgen, und ich verstehe natürlich auch, dass dann, wenn Europa politisch den Rettungsschirm nicht wasserdicht auf den Weg bringt, dass wir dann auch noch eine Antwort brauchen. Denn wenn wir noch lange Risikoprämien von 500 Basispunkten für Italien und ähnliche Länder haben, dann wissen wir ganz genau, dann ist der Bankrott für europäische Staaten garantiert. Also brauchen wir dann jemanden, der interveniert. Und wir haben ja gesehen, die Interventionen von Federal Reserve, die Interventionen von Bank of Japan, die Intervention der Bank von England oder aber auch die Wechselkursintervention der Schweizer Nationalbank sind ja offenkundig an den Märkten sehr beeindruckend. Deshalb verstehe ich, dass man technisch bei der EZB nachfragt, ob sie nicht ähnlich aktiv sein könnte. Und sie könnte es wahrscheinlich auch tun. Aber ich stimme mit den Kritikern in Deutschland überein, sie sollte es nicht tun. Es ist nicht ihre Aufgabe, insolvente Staaten rauszupauken. Das ist Sache von Parlamenten und von Regierungen. Und jetzt sollten in der Tat mal die Regierungen und die Parlamente sich anstrengen, die Hausaufgaben zu erledigen. Mittlerweile gibt es vermehrt Stimmen, die eine stärkere Regulierung auf dem Rentenmarkt fordern. Beispielsweise ist die Rede von Leerverkäufen auf Staatsanleihen zu verbieten. Eine gute Forderung? Ich bin davon überzeugt, dass die Forderung, Innovationen an Finanzmärkten zu verbieten, zwar verständlich ist und möglicherweise, wenn das eine Forderung ist, den Teilnehmern an den Kapitalmärkten auch mal eine Denkpause zu verordnen, sachgerecht. Aber das permanente Verbieten von Geschäften, die möglich machen, dass
vernünftige Marktmeinungen sich am Markt auch umsetzen. Das würde ich nicht gerne haben. Es ist außergewöhnlich, dass sich die Welt einig ist, dass Innovationen an Finanzmärkten des Teufels sind und bei Autos das Beste, was einem einfallen kann. Mittlerweile drängt sich jedoch auch der Verdacht auf, nicht erst seit Silvio Berlusconi oder Georgios Papandreou zurückgetreten sind, dass die Finanzmärkte immer stärker der Politik aufdrängen, was sie zu tun hat. Drückt der Schein oder ist da doch was dran? Natürlich, Märkte sind in gewissem Sinne Polizisten, auch für Regierungspolitik. Das ist eine ihrer relevanten Funktionen. Dort drückt sich ja sozusagen die Meinung von Bürgern aus. Das ist verständlich und die Politik tut gut daran, solche Signale auch zu hören. Aber ich bin jetzt 40 Jahre bei der Analyse. Ich beobachte nicht nur, dass Politiker neben der Treppe stehen. Ich habe auch Märkte schon sehr weit neben der Treppe stehen sehen. Ich habe schon extremes Herdenverhalten beobachtet und die Herde, die ganz munter und wild durch die Gegend trampelte, hat sich 3 Monate später schon überhaupt nicht mehr daran erinnert, was sie 3 Monate zuvor gemacht hat. Mit anderen Worten, auch Märkte irren und da ist es ganz gut, dass dann dies auch mal klar festgestellt wird. Auch Märkte machen Fehler und in solchen Situationen kann es sein, dass eine entschlossene Intervention von Staaten eine sehr, sehr nützliche Korrektur eines Herdenverhaltens einleitet. Bezahlen wir die Brezel beim Bäcker in Stuttgart in 10 Jahren immer noch in Euro? Die Antwort ist ein klares Ja. Ich bin auch sicher, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% unsere Georgios in Athen ihre Brezen noch oder vielleicht ihre Oliven noch in Euro bezahlen. Aber es gibt Risiken in Höhe von 20%, dass wir das, was Europa groß und stark gemacht hat und die Welt reicher, zerstören. Denn ebenso wie die Welt gute Zivilflugzeuge hat, weil wir mit Airbus Boeing Konkurrenz machen, ist derzeit eine vernünftige Geldpolitik auch deshalb möglich, weil es eine EZB gibt, die der Federal Reserve Konkurrenz macht. Und ich wünschte mir, dass diese Konkurrenz erhalten bleibt. Das tut Europa gut und der Welt. Eine aktuelle Markteinschätzung von Professor Norbert Walter. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.